Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zu unserem Gin-Tasting. Ich bin der Karl. Wir haben jetzt den Thorsten an unserer Seite, den Herrn Valigusto. Hallo. Einen Blog, den ihr kennen solltet. Den Jörg, unseren Ginfluencer von Omox. Hallo. Und wir stellen heute den Ettaler Gin vor. Klosterbauer Ettal kennt quasi jeder. Schenkt gleich mal ein. Das mache ich gerne. Von ja, Edelbränden und vor allem von den Ettaler Klosterlikören bekannt. Und wir haben jetzt, ja, ich sag's jetzt schon mal, ich habe schon mal probiert, es ist sehr spezieller Gin. Okay. Sehr, sehr speziell. Zum Wohl. Das hast du schon in der Nase. Da ist, ja, über dem Wacholder ist sehr viel Stoff drauf. Insgesamt sind 33 Kräuter dabei. Also da ist, ja, da ist richtig Zunder im Glas. Und wenn ihr die Ettaler Liköre kennt, dann, oh ja, genauso schmeckt es. Also monstermäßig, mhm, kräutrig. Viele Kräuter, ja, ja, die kommen richtig, richtig durch. Der Wacholder geht so ein bisschen verloren, was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber ja, das ist interessant. Sehr, das ist definitiv. Hat ein bisschen Süße. Ja, aber definitiv, ja, eher was. In die, also ich würde auch eher sagen, Kräuter, so ein bisschen Kräuterlikör-mäßig. Ja, so ein Gin-Kräuterlikör. Ja. Gin-Kräuterlikör, etwas für richtige Bayern, hätte jetzt fast gesagt. Ja. Für gestandene Burschen. Genau, für einen Leute in kurzen Hosen, nein, aber der fetzt so richtig. Und was ich mir aber sagen lassen, ist, der soll sehr gut mit Hopfenlimonade kommen. Ich habe hier ein Hopster, Hopfenlimonade. Okay. Vom Kondrauer. Ich schenke mir jetzt mal ein Stück ein. Was auch gut kommen wird, ist, oder was wir, wovon wir ausgehen, ist das Enzo. Das ist eine Enzian-Limonade. Okay. Ja, gerne. Wie wär's mal? Ja, dann. Ja, also. Wir haben es vorher nicht probiert. Live von dem Farbe. Ja, da ist, also bei mir sind die Kräuter weg. Genau, bei der Haufen bügelt es schön weg. Und ich sag mal, jetzt schmeckt es wie ein Sommertrink. Ja, es dreht, also ja, ja, die Kräuter kommen jetzt zu viel. Es dreht mir nicht den Magen um, sorry, ja, aber das ist wirklich, es ist wirklich interessant. Also es ist immer noch schön jetzt diese Bitter. Das Bittere kommt durch die Enzo Limonado noch besser, tritt noch besser hervor. Das ist angenehm, sehr, ja, schön. Sehr schön. Also fehlt noch ein bisschen Eis und vielleicht ein, genau, bisschen Sommerabend. Ein bisschen mit Zitronenschale drauf. Also da wir ja Brada Gin sind. Jetzt hat er ausgetrunken, der blöde Mann. Darf gerne bei mir. Also Enzo ist süßer. Ja. Gut, hängt natürlich jetzt vom Mischungsverhältnis ab. Aber die Kräuter beim Enzian sind also vollkommen weg. Bei der Hopfenlimo würde ich sagen, kommen sie später nochmal, mhm, zurück. Ja. Also. Ja. Also pur ist es, hui, krasser Stoff, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber kein unangenehm. 30 Euro? Kein unangenehm krasser Stoff. Die 50cl Flasche, 30 Euro, kann man. Das ist okay. Auf die Brothers and Gin. Und dann, das nächste Mal sehen wir uns dann wieder im Vogelwildes München. Bis dahin. Servus. Servus. Das haben wir jetzt alles beim ersten Mal geschossen. Das muss man sogar. Geil, das ist super. Super.